Das mag ich überhaupt Das nicht. heißt, da müssen wir wahrscheinlich mit dem zusammenarbeiten oder was ausfinden. Und da. Wurscht, ich würde mal sagen, wir reden zuerst sowieso mit ihm, oder? Warum? Kannst du nicht den Garten? Wir waren im Garten. Wo waren wir denn im Garten? Ganz am Anfang, gestern schon. Vorgestern waren wir. Na, in dem Haus, wo wir gerade waren? Ja, das war schon vorher. Irgendwas sollte ich jetzt noch schauen. Was war denn das dann für ein Schlüssel, was du vorher gemeint hast? Für dieses Haus. Du musst schon aufpassen. Für welches Haus? Wo wir jetzt gerade drinnen waren. Wie können wir dann gestern... Weil wir noch nicht ins Haus haben können. Wir haben aber in den Garten rein können. Ach so, nee, das hättest du sagen können. Von außen. Naja. Wir laufen mittlerweile ein Polizeikostüm umeinander. Ah! Ich sollte vielleicht nicht als Polizist getarnt da reingehen. Vielleicht als Edelmann oder so, was ich so ein Kostüm habe. Schwarzer Luxusanzug. Mach. Wurscht, schaut zum schönen Anzug. Na, das schaut halt wie ein Zirkusdirektor. Ja, vor allem der Hut. Ja. Na, der Anzug passt schon. Im Sherlock-Gewand. Und dein Eingang hintern, wieder. Aber eigentlich eh witzig. Du verkleidest dich immer. Und wenn du aber wen ansprichst, da sind sie. Ich bin Sherlock Holmes. Ja. Na gut, aber zu der Zeitpunkt, glaube ich, war er noch nicht so berühmt. Ja, aber trotzdem. Irgendwas ist aber gerade komisch. Keine Frauen erlaubt. Beste Regel. Aha. Erst bin ich blöd jetzt in den Scheißclub da zum Reingehen. Oder hat der zu? Weißt du, was ich dann mache, wenn dir der Spruch so gefällt? Kauf dir einen Keuschheitsgürtel und lass das drauf gravieren. Du hast keine Frau erlaubt. Keine Frau erlaubt. Das ist aber schlecht. Ja. Mir gefällt das so der Spruch. Ja, da steht das nicht mit dem Drecksjachtclub da. Oder ist der weiter unten? Das wäre auch blöd, oder? Na, das muss das Gebäude sein. Da. Das ist das Gebäude, oder? Ich frag den nochmal. Oder geht das nicht? Ja, nein, nicht. Ist er weg? Ah ja. Durchgeschummelt. Ich weiß nicht, ich glaube, da hätte ich gar nicht durch sollen. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Mal nicht runter, bitte jetzt. Wer weiß, wo es dann wieder spawnst. Gibt's das auch? Komisch.
da oben der Haupteingang, der Vordereingang? Ich komme da rein. Ich habe jetzt alles rundherum schon geschaut. Mehrfach. Jetzt gehe ich da hoch. Au! Ah! Da links. Und nicht dran. Sieh doch nicht gesagt. Oh. Da kann ich da rum, so. Bin ich überhaupt richtig gewesen? Yachtclub Salakia. Okay, genau zum. Verstehe ich nicht gerade. Hab ich's gehört? Ja. Idioten. Das wird ja nicht der Yachtclub sein, oder? Wenn unten die ganzen Schilder waren, was erlaubt ist und was nicht, wird ja nicht da der Eingang sein. Na, geradeaus. Nein, geradeaus. Okay. Bei der Kutsche vorbei. Probier's noch einmal, ist ja wurscht. Nur trockene Schuhe. Sind sie? Schau, das schaut aus wie der Einzelne auf der anderen Seite. Ja, das ist ein Balkon. Ich glaube, das ist eben ein Tor. Quasi. Ja, theoretisch wäre das da sinnvoll. Das da wäre sinnvoll oder hinten beim großen Einfallstor. Ja. Hab ich wieder runter gemacht. Na geh. Lies noch einmal, was beim Yachtclub machen muss, bitte, weil... Mir tut schon wieder die Schulter weh. Das ist blöd. Da, Paul. Paul bringt einen professionellen Segler, der mit seiner Nacht Whirlpool für den Yachtclub im südlichen Teil segelt. Also... Weißt du, was das heißt? Vielleicht ist er irgendwo unten. Ja, eh. Und nicht im Yachtclub drinnen. Also da ist er definitiv nochmal nicht. Komm, take a look at our clothes and accessories. Na, so. Das gibt's ja nicht. Was, dann gehe ich zuerst einmal ins Archiv und schau mal das an. So. Da steht genau, warte mal, im südlichen Teil von Grand Soleil. Ja, da ist der Yachtclub, aber da ist er nicht. Da steht aber auch Leute, Menschenmengen, die werden mit mir nicht reden, heißt das. Das ist gestanden. Das heißt, ich muss sicher ein Snob sein, schau. Dass, wenn Leute nicht bereit sind, deine Fragen zu beantworten. So sicher.
Eigentlich müssen wir, brauchen wir ein Segel-Outfit. Ja, aber die sind ja gar nicht zum Ansprechen gewesen. Ich glaube, das ist nur gemeint, wenn du deinen anredest und der sagt da wieder, na, warum soll ich mich um deine Probleme scheren, wenn du mich nicht um meine scherst? Ja, ja, ich schau mal, ob das Segel-Outfit gibt. Und dann schaue ich ins Archiv. Ja, das ist der Stuhlhändler. Also. Stuhlhändler? Simply the best garments on the island. The finest ja, clothes ja, for ja. The finest citizens. So. Kann ich mal alles nicht leisten. Johns Panzerung. Okay. Verbrecher. Cool. Maske gibt's auch schon. Das ist aber nicht wahr, oder? Hm? Alter. Gott. 3 Tage Bad. Alter. Das weiße, das da. Blauer Sack. Of course, think it over. Take your time. Machen wir. Ich weiß nicht, irgendwie ist alles gerade komisch im Spiel. Das da kann ich nochmal versuchen. Was zeigt denn der Quest an? Das Sternl da? Na, Rufzeichen. Aber das können unterschiedliche sein. Die Quests werden gar nicht angezeigt. Das ist nämlich World of Warcraft. Deswegen muss das selber finden, die Sachen. Ja, blöd. Was ist das? Das Journalistendings. Ja, da muss ich her. Genau. Ich weiß zwar nicht, nach was ich suchen soll, aber suchen wir mal. Chroniken von Corona. Mhm. Ich will doch einfach nur weiterspielen und nicht da umeinander leechen. Lustig rennen du da schon. Ist aber. Er schaut ja gar nicht aus, als würde er ursprinten, aber ist nur langsam. So, was suchen wir jetzt? Da. Dann geh mal runter. Stadtteile? Ist die Frage. Altstadt. Rubrik. Wissen wir noch nicht. Personengruppen. Wissen wir auch nicht. Zeitraum. Letzte Zeit. Oh ja, Personengruppen. Warte, Amseher, Prominente, sonstige Journalisten, sonstige. Problem ist, wir wissen nicht einmal den Zeitraum. Ja, das ist ja. Machen wir aktuelles Jahr. Artikel suchen mal, das kann sich Artikel sein in der Altstadt. Hm. Bauplan für die Elfenbeinbäder. Ja, das weiß ich nicht einmal, ob das da ist. Währenddessen gehe ich zurück zu der noch einmal.
Weißt du, was ich mache? Ich habe mal ganz was anderes. Dann mal die Hafenverwaltung. Sherlock Holmes, your brother Mycroft sent his regards. Oh, how touching. Perhaps one day he'll do it in person. Look, I just tell you what they tell me. And you've done it admirably. Good show. I'm confident that with a bit of effort, one day you might even send regards to the king himself. Goodbye. Wait, no. I haven't told you yet. Of course, let me guess. Mission urgent, fate of the nation, etc. Mycroft busy with his tea parties, is he? Right. So, one of our agents has been involved in an accident and can't send us the confidential document she's obtained. We need you to go and ensure the job is completed. So, yes, urgent mission, fate of the nation. So, Mycroft needs another errand boy, and you are presumably too incompetent? Oh, don't give me that look. I'll go and check on your agent. Send Mycroft my regards. The details are in this note, Mr. Holmes. If I were you, I'd start to take this more seriously. Lives are at stake. Nothing ever changes. I'm pulled back and forth between my brothers playing all their silly games. Hey, at least mine are fun. Don't you have an assignment to work? Komm. Schauen wir uns den Scheiß noch einmal an. Mit dem soll man hausieren gehen. Haben wir schon nachgeschaut. Wieder was dazugelernt, dass die Sachen draußen sein müssen. Das ist das Anheften. Ja. Excuse me, just one question. That's a question I can answer. Mitglieder des Yachtclubs erwähnten, dass Mr. Perks das letzte Rennen verpasst und ihn seit dem Morgen niemand gesehen hat. Er könnte in seinem Zimmer in der Werkstatt aufzufinden sein, südlich des Yachtclubs. Hier, wo wir unten schon waren. Nice to see you. War das? Okay. Was? Links. Links. Da. Tada. Bootwerkstatt. Vielleicht ist er ja da. Vielleicht da war er da nicht. Warum huckt er ja? Ja, das ist überhaupt das. Ich schau mich einmal um vorher. Genau. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Where would a champion hide a key? A foghorn to navigate and warn others at sea. It should have a warning to cover your ears. Johnny. Sails of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. We can become pirates and show them what should be stored in here. Hm.
war die Whirlpool. Whirlpool. The Champion's Whirlpool. Pool's bread and butter. Bo- Der John badet. Da würde ich nie reinhupfen. Na, da nicht. In das Grindwasser. Lass ich mal kommen, ne? Ja. Aber ich kann den da oben nicht ansprechen, so. Das ist der John, nicht der Otto. Na ja. Also ist er nicht da. I hope Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. What? Nein, nicht das. So, jetzt schauen wir mal. Ins Whirlpool-Haus. Ins Whirlpool-Haus. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Das ist sicher für einen Elefanten. Na, no, wärst du das nicht mal in deinem Zimmer, hast du ja auch. Shipwrights tricks, sail weaving. Was waren das für zwei Buchstaben? Feuer oder so. Na, wie J oder so. Oh ja, Feuer. Virtual Reality, genau. To earn big, you have to spend big. Oh! Ein Briefle! Du elendige Schiffsratte! Glaubst du, du könntest meine Familie ausnehmen, mein Geld stehlen, meine Tochter ausnutzen? Das hört ab sofort auf. Deine kümmerliche Karriere ist zu Ende. Eine allerletzte Warnung, gestehe ich dir noch zu. Solltest du dich weigern, mir zu gehorchen, wirst du auf den Grund des Meeres enden. Gilden. Mr. Gildon wasn't afraid to get his hands dirty. Du nicht so schnell drüber lesen immer. Der hat sicher. An interesting place for a message to a champion. Der hat sicher den Elefanten deppert gemacht. Additional earnings to sweeten the victory. Old Vater. Betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Bloodied bandages. Das war's. Ich bin aber noch nicht fertig, oder? Ja, wir haben noch irgendwas gefehlt. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Bloodied bandages. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Schiff in der Mitte. Hast du schon alles los? Ja, das bin ich jetzt schon 17 Mal runter. Dafür?